So, hallo, letzter Part, den ich für heute aufnehme. Ich rerolle jetzt wieder, bis ich erstens Räume habe, in die ich reingehen kann. Ich habe keine Lust mehr, erst rumzulaufen. Wenn ich irgendwas rerolle, was gut gewesen wäre, dann ist es so, dann weiß ich es nicht. Ist mir gerade so egal. Es ist mir gerade so egal. Okay, es war ein HP ab. Deswegen nehme ich es mit. Ich darf die Bomben natürlich jetzt nicht einsetzen. Ne? Ganz wichtig. Also die normalen Bomben schon. Solange ich sie habe, darf ich sie einsetzen. Solange ich da eine Zahl habe. Aber ansonsten darf ich jetzt nicht E drücken. Es wäre fatal, jetzt E zu drücken. Aber es war ein HP ab dabei. Deswegen bleibe ich mal drin. Das ist der einzige Grund. Ansonsten würde ich rerollen. Aber es war ein HP ab dabei. Und HP ab ist HP ab. Was ich nicht weiß, ist, ob es das HP-Up, ob es ein HP-Up ist, das auch auffüllt. Oder ob es nur in Anführungszeichen. Kommst du hier rüber? Kannst du bitte hier rüber gesprengt werden? Oder da? Da ist auch Nordmacht. Jetzt geh halt nicht weg. Ach, du explodierst eh nicht. Ist drauf. Ah, da ist der nächste Itemraum. Sehr gut. Sehr gut. Dann können wir das gleich klären, ob das hier jetzt brauchbarer ran wird oder nicht. Das HP-Up sagt ja leider noch nichts aus. Vor allem, wenn es sich nicht auffüllt. Aber das sehe ich nicht, weil da der Flug drüber ist. Jung, kannst du jetzt einfach mal verrecken, meine Fresse. Danke. Junge. So. Slow-Effekt ist eigentlich auch nicht komplett dumm. Ist jetzt auch nicht das Nützlichste von der Welt, aber es ist jetzt auch nicht komplett dumm. Schauen wir, dass wir zum Boss kommen und gucken da noch uns die Items an. Ach, leck mich doch, dass ich da jetzt wieder nahe gerannt bin. Das hat's wieder gebraucht. Jetzt weiß ich vor allem nicht mal. Na gut, theoretisch weiß ich schon, wie viel Herz ich noch habe. Okay, beenden wir's. Das sehe ich nicht ein. Da brauchen wir gar nicht weiterspielen. Da brauchen wir auch nicht weiterspielen. Ich krieg einfach wieder Tech 5. Gerade habe ich einen Run mit Tech 5 komplett versaut, weil ich in den Raum gekommen bin mit extremst schnellen Gegnern. Aber ihr habt es vielleicht ja gesehen, wenn ihr den letzten Part geguckt habt. Ich habe den Run wirklich komplett versaut. Erst konnte ich vor den Gegnern nicht abhauen. Dann bin ich so ungünstig gelaufen, dass ich nicht ausweichen konnte. Es war komplett bescheuert. Jetzt kriege ich einfach nochmal Tech 5. So, als würde das Spiel sagen, okay, komm. Hast du gerade nicht gut gemacht. Probier's nochmal. Tech 5 ist schon eine nice Geschichte. Natürlich kommt da noch mehr dazu, ne? Es ist nicht nur Tech 5, um das es geht. Aber an sich ist Tech 5 schon mal eine nice Geschichte. Okay, da komme ich nicht ran. Muss ich halt so ein bisschen durchlaufen. Na gut, dauert jetzt ein bisschen. Aber ist okay. Yo, wie weit schießt du bitte? Geht, du schießt ganz schön weit, du gelbes Ding. Danke. So, gehen wir weiter nach rechts. Okay, da ist der Bossraum. Ist da noch irgendein anderer Raum, der mich interessieren würde? Der hier nicht. Aber da ging es weiter. Das weiß, kann man natürlich trotzdem jetzt nicht wissen, was da ist noch. Und dann bitte nicht von, bitte jetzt nicht von irgendwas treffen lassen. Das ist schön. Ja, da unten die gefällt mir gar nicht, die Spinne. Mach dich weg. Du Hüpfviech kannst auch weg. Du kannst dich auch verziehen. Gut. Ja, es könnte halt trotzdem hier dann weitergehen. Na, man weiß es nicht. Okay, das ist wieder so ein Schlüssel. Ich glaube, das ist für mich jetzt einfach nur ein Schlüssel, solange ich nichts habe zum Aufladen. Ja, es ging tatsächlich hier weiter. Hier ist Shop und Dings.
Okay. Da ich jetzt zwei Schlüssel habe, könnte ich den einen blauen Stein auf jeden Fall theoretisch sprengen. Vier Münzen sind vier Münzen. Infestation Shot. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der wirklich jetzt effektiv ist, zusammen mit Tech 5. Aber gut. Ist jetzt auch erstmal egal. Wo war der blaue Stein? Hier war der. Mehr braucht man eigentlich nicht gucken. Ich spreng den jetzt noch in die Luft. Hoffe, dass es was Brauchbares gibt. Little Rock. Small Rock. Sehr schön. Damage up ist gut. Gehen wir zum Boss. Und hoffen, dass wir was erreichen. Damage up ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Lauf nicht in den Typen rein. Oh Gott! Alter, der ist viel zu schnell noch. Hilfe, Hilfe. Okay, ich habe den Typ schon mal gut erledigt. Das ist gut, weil wenn der gleich auf mich drauf geflogen kommt, ist es gut, wenn der schon vorgeschwächt ist. Sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Damage up. Nice. Mehr Damage für mich. Sehr schön. Okay, weiter im Programm. Es geht halt nach wie vor alles drauf, wenn ich getroffen werde. Ich muss halt verhindern, getroffen zu werden. Ne? Mir reicht, der beste Damage nützt mir nichts, wenn ich schnell drauf gehe. Booster Pack. Tower, Stars, Death, Pool und Tour of Hearts. Tour of Hearts? Droppt keine Herzen, sondern verdoppelt einfach die Herzen, die ich habe. Richtig? Dann wäre das die Karte zum Mitnehmen. Okay, hier ist nichts. Ich guck noch kurz, ob da eine Münze rauskommt. Nein, dann schau. Tour of Hearts verdoppelt. Wenn ich praktisch jetzt eineinhalb Herzen habe, setze ich Tour of Hearts ein und habe wieder drei Herzen. Na, also das müsste funktionieren. Dann ist das die Karte, die ich mitnehme. Alles andere... Nee, nützt mir nichts. Ich könnte Tower noch... Gab es hier noch einen Raum mit einem anderen blauen Stein? Da könnte ich die Tower einsetzen, aber ist zu riskant, bevor ich mich in die Luft sprenge. Wir lassen es, ich habe zwei Schlüssel, wir gehen weiter. Okay, Flooded Caves XL. Ich muss halt böse aufpassen, nicht getroffen zu werden. Und der Infestation Shot macht noch übrigens auch noch coole Sachen. Blöd ist immer, wenn man selber rote Schüsse macht, dass man dann irgendwann nicht mehr weiß, was sind die eigenen, was sind die vom Gegner. Aber passt. Oh Gott! Hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Und da, wo ich gerade stand, war das ganz ungünstig. Nice. Wieder zwei Spinnen rausgekommen. Oh, wir sind in den Itemraum geportet worden. Das finde ich gut. My Reflection Boomerang Tier. Oh, shit. Oh, god dang it. Oh, god dang it. Das ist nicht gut. Oh, verflucht. Das ist gar nicht gut. Ich muss jetzt versuchen, rückwärts zu schießen. Und zwar so, dass ich nicht die Wand treffe. Sobald ich die Wand treffe... Oh nein. Oh nein. Kann ich dieses... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das ist das letzte Item, was mir... Oh nein. Wir gehen gleich mal zum Boss. Wir gehen gleich mal zum Boss. Wir klären gleich mal, was es hier für Boss-Items gibt. Oh Gott. Das ist eine Katastrophe. My Reflection ist eine Katastrophe. Oh nein. War ich jetzt immer... Oh nee. Ihr seht's ja, ne? Ich treffe praktisch kaum noch.
Ich muss jetzt, oh, ich muss mich jetzt so böse auf den Laser verlassen. Oh Gott, das ist eine echte Katastrophe. Ich meine, der Damage bleibt gut. Der Damage bleibt gut, aber... Oh, wir brauchen jetzt... Oh, fuck. Wir brauchen irgendwas, was mir in der Situation böse hilft. Ja, ein HP-Up hilft mir in der Situation schon mal ein bisschen. Wir machen gleich weiter. Ich bin zu langsam! Ich bin zu langsam! Ist er weg? Ich glaube, er ist weg. Nur noch Pin übrig, ja? Okay, cool. Okay, der ist auch weg. Stuff. Blank Rune. Ah, schade. Was war Safety Cap? Dass mehr Pillen auftauchen, oder? Ich sag das immer und wahrscheinlich ist es immer falsch, weil ich es immer sage. Lul. Safety Cap, where you at? Safety Cap? Wo bist du? Da. Ja, höhere Chance, Pillen zu finden. Dann nehmen wir lieber das mit, falls wir ein Space-Item finden. Das ist besser. So, jetzt müssen wir noch das Item suchen. Ich habe eh nichts mehr zu... Jetzt habe ich eh wieder nichts mehr zu verlieren. Jetzt ist eh wieder... Oh, das ist wieder alles Kacke. Oh, es ging so gut los. Ne? Es ging so gut. Ich meine, die Tränen, schaut euch das an. So, ich muss böse nah an die Gegner ran, um noch zu treffen. Und das ist gerade in dieser Challenge, will ich eigentlich nicht nah an die Gegner ran, um noch zu treffen. Ah, verdammt, wir hatten gute Voraussetzungen, wirklich gute Voraussetzungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es mit der, unter der Situation noch schaffen kann. Ich meine, überlegt euch, wie weit wir gehen müssen. Ich lese jetzt mal ganz kurz bei My Reflection, ob es irgendwas gibt, wie man das nützlich, ob es da irgendeinen Tipp oder so gibt, keine Ahnung. Wie man das brauchbar machen kann. Nein. 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 Gibt es nicht. Oh, 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 oh. Das ist gut. Das ist ein gutes Ding. Wenn ich Gegner besiege, habe ich die Chance, dass sie mir Herzen geben. Und zwar so, dass sie, glaube ich, direkt aufgeladen werden und dass sie nicht nur das Herz spawnen, ne? Ich glaube, es wird direkt aufgeladen. Das wäre natürlich gut, wenn wir das ein paar Mal bekommen. Ich hoffe, dass es so war, dass es nicht wirklich das Herz spawnen muss, sondern eigentlich muss ich, wenn ich so hier hin... Das Problem ist, sobald ich irgendwas mit dem Laser treffe, geht er halt nicht mehr zum Gegner hin. Das ist das Problem. Oh Gott, das ist so böse. Okay, der Raum ist einfach zum wieder rausgehen. Cooler Raum. Nicht. Wir machen gerade... Unser Damage ist halt auch nice. Es ist so schade. Es gibt so wenige Items, die den One wirklich richtig schlecht machen können. Aber die Almond Milk und Dings gehören echt dazu. Mann, wir hatten so gut... Oh, ich könnte mich schwarz ärgern. Also, vielleicht... Mal gucken, was ich noch so bekomme. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was den Effekt wieder umkehrt. Keine Ahnung, irgendein anderes Item, was trägt. Oh, das ist auch cool. Ach so, aber jetzt... Consume ich lieber die Enemy? Ich würde schon sagen. Ich lese jetzt mal kurz, After clearing a room, you have a chance to heal for half a red heart. Ich meine, ich...
würde ich halt Münzen aus den Kackhaufen bekommen. Wenn ich jetzt Kackhaufen bekomme, kann ich auch nochmal wechseln. Im Moment würde ich das hier mitnehmen. Lieber das halbe Herz. Lieber die Chance auf das halbe Herz. Ah, der Damage ist voll gut. Es ist so ärgerlich. Es ist so ärgerlich. Wo ist eigentlich dieser scheiß Itemraum? Hier nicht. Oh, das ist ein böser Raum. Ah, jetzt muss ich relativ nah die angreifen und die explodieren ja aber. Okay. We did it. Aber ich consume auch nicht den Enemy, also ich krieg mein halbes Herz auch nicht. Oh nein! Oh nee! Ach jetzt, ich hab ihn viel zu spät eingesetzt! Ich hab mir die Tour of Hearts komplett versaut. Ich hab die Tour of Hearts komplett versaut. Wie dumm war das denn jetzt? Ich dachte, ich hab noch so eine halbe Herzen, setz die schnell ein, dass ich wieder drei hab. Pustekuchen. Das war's ja komplett. Das war's ja komplett. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Kann es sein, dass dieser Effekt von Fork... Ich habe den Unsichtbaren nicht gesehen. Oh Mann, wir hatten wieder Tech 5. Wir hatten Damage, nice. Und dann... Fuck die... Dann ist Kacke passiert. Dann ist einfach Kacke passiert. My Reflection. Es darf nicht wahr sein. Aber wir haben jetzt wieder Glück, weil wir kriegen wieder zwei Itemräume nach einem. Wenn ich da jetzt reingelaufen wäre, Alter, ich war so knapp davor, da reinzulaufen. Es ist einfach nur noch frustrierend, was hier passiert. Poison Touch und Speed Up ist jetzt nicht so nice. Ich mach den mal kurz weg, bevor ich reinrenne. Number 2. Wait, ich setze jetzt random einfach Bomben. Oder wenn ich schieße. Ah ja, okay, durch Schießen. Ja, ich habe jetzt gratis Bomben, was interessant ist für Geheimräume und so Quatsch, aber gerade wenn ich irgendwo stehen bleiben muss und dann einfach, oh Gott. Ich meine, es ist wie eine gratis Bombe, ne? Man kann damit einige Sachen holen, die man sonst nicht holen kann. Ich kann damit komplett problemlos blaue Steine sprengen. Ich kann mich halt vor allem aber auch selbst sprengen. Wir machen mal weiter. Wir machen mal weiter. Mir ist gerade alles wurscht. Ah, nee, kann gar nichts sein. War Schwachsinn. Aber das heißt, ich kann jetzt jedes Mal den Geheimraum suchen. Mache ich jetzt auch, natürlich. Jetzt nehme ich alles mit, was ich kriegen kann. Yo! Ich muss es jetzt so sprengen, dass ich da rein und raus komme, ohne getroffen zu werden. Das wird lustig. Notfalls kostet es mich jetzt ein Herz. Aber das nehmen wir definitiv mit, was immer es ist. Oder wir warten mal noch, was ich noch so bekomme in der Ebene. Vielleicht bekomme ich irgendwas, wo ich kurz unverwundbar werde. Dann könnte ich das nochmal probieren. Machen wir es mal so. Ah, blöd ist es nicht mal. Die Dinger, die explodieren, die confusen die Gegner. Es sind gratis Bomben. Es ist komplett, es ist wie unendlich oft die Dings, ne? Die goldene Bombe. Nur halt, dass ich nicht ganz steuern kann, wann die Bombe kommt. Das heißt, es kann mir im Kampf, kann es mir böse... Eigentlich, na also, ganz ehrlich. Ich setze die Bombe versehentlich und dann schick ich sie halt gleich zum Gegner vor. Ja, bisher läuft es gut. Bisher habe ich davon eigentlich nur Vorteile. Bisher habe ich davon eigentlich eher Vorteile. Jetzt könnte ich hier noch den anderen Geheimraum gucken. Wir probieren's. Ich probiere es weiter.
I don't care. Boah, boah, das war frech. Das war auch vor allem scheiße. Ah! Jeder Treffer ist ärgerlich. Muss das denn sein? Ah, okay, die mache ich erstmal weg. Na? Jetzt hat er keinen Bock mehr oder was? Na komm. Mach's Häufchen. Nee. Bist so blöd. Oh. Ach, schon wieder Spinnen. Okay. Nice. That's what I meant. That's exactly what I meant. So, shop. Sehr schön. Und das macht ja auch noch Schaden. Stimmt. Die machen ja auch noch Schaden. Diese Konfusionsbomben. Also, ich habe das gerade viel zu leichtsinnig gesagt. Ich will die nicht. Eigentlich ist es eine echt interessante Geschichte. Ja, ne, die machen eigentlich, der macht die nämlich einfach kaputt. Der macht die einfach kaputt. Ich wollte gerade sagen, jetzt die Donation Machine wäre super cool. Weil ich hier die Chance jetzt natürlich habe, dass die gesprengt wird. Und ich die Kugel mitnehmen könnte. Okay, der hält meine Familias bei mir. Das brauche ich im Moment nicht. Scheiße, keine Kugel. Aber er wurde gesprengt. Wait, was macht der Cracked Dice? Ich glaube, der setzt zufällig einen random Würfeleffekt ein, wenn ich getroffen werde, ne? Die Frage ist... Wo ist er denn? Cracked Dice... Da. D6, D20, D8 oder D12 Effekt. D6, D20, D8 oder D12. So, was sind die jetzt alles? D6 ist klar. D6 ist Pedestal. Item wird rerollt. D20... sind die Pickups im Raum. Okay. D12... ich will jetzt nur nicht einen, der mich rerollt, weil das wäre scheiße. Okay, D12 rerollt Rocks. In zum Beispiel Poop, Töpfe oder sonstigen Quatsch. Aha. Könnte man nutzen. Und was war der andere? D8, ne? Rerollt meine Stats. Könnte halt schief gehen. Könnte halt schief gehen. Könnte halt schief gehen. Klingt für mich schon wieder zu risky. Könnte gut gehen mit den Stats. Könnte aber auch schief gehen. Lass ich lieber. Muss ich nicht haben. Was ich jetzt gerne hätte, wäre der Shop. Den hätte ich jetzt gerne. Danke. Nice. Genauso wollte ich das haben. Sehr schön. Hier kann man noch sprengen. Okay. So, was haben wir denn hier Hübsches? Erstmal ihn, Kollegen, den hier sprengen. So. Coin. Okay. Kann die mir blaue Herzen rollen?
Kann die mir auch Schaden... Oh, konnte mir die Schaden zufügen, wenn ich Pech hatte? Lass mich mal kurz lesen. You know the deal. Takes a coin, has a chance to give a pickup. Similar to how the normal slot machines. Aber ich glaube, dann kann es mir das... Es würde das wahrscheinlich... Also, es würde das rausschmeißen. Ich probier's mal ein bisschen. Ja. Ja. Es schmeißt die Dinger raus. Ja, nee. Können wir lassen. Da verliere ich nur meine Münzen. Es gibt mir dann vor allem keine Herzen. Also, nützt mir nicht so viel. Nützt mir nicht ganz so viel. Wir haben immer noch nicht den zweiten Itemraum, oder? Oder hatten wir... Scheiße, hatten wir den jetzt? Wir haben die Spritze. Wir haben die Spritze. Die war im ersten Itemraum und dieses Kackding war im zweiten Itemraum. Okay. Ach, wir haben noch... Scheiße. Aber mit zwei Herzen wird sowieso wieder riskant. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch dieses Item in dem Geheimraum. Zwischen den Stacheln. Aber da habe ich ja gesagt, da will ich eigentlich rein, wenn ich unverwundbar bin. Jetzt habe ich leider nichts bekommen, womit ich unverwundbar werde. Jetzt wäre so ein Kackhaufen ganz cool, der mal die Fliegen entfernt. Jetzt kommt er nicht. Wir veralbern hier. Hallo. Nee! Wäre auch noch getroffen. Ja, jetzt. Dankeschön. Weg mit der Fliege. Schon wieder eine. Schon wieder eine. Nee, dann macht er die ganze Zeit die Kacke hier. Auf damit. Oh Gott. Können wir jetzt mal bitte... Gut, er ist weg. Jetzt ein Kackhaufen. Komm, mach ein Häufchen. Dann mach ich es halt so. Okay, wenn du kein Häufchen machen willst, mach ich es halt so. Range und Luck up. Ich habe jetzt ein blaues Herz bekommen. Soll ich damit riskieren, mir das Item zu... Ja, komm, scheiß drauf. Wir holen uns das Item. Wehe, es ist nichts Brauchbares. Wehe, es ist nichts Brauchbares. Wo ist das überhaupt gewesen? Hier nicht, hier ist der Dings gewesen. Jo, bin ich dumm? Ah, hier. Ich meine, wenn ich Glück habe, kann man, glaube ich, durchlaufen, ne? Aber wahrscheinlich geht's jetzt schief. Oh, es ist dieses Ding. Aber da fällt mir ein, ich kann die Dinger noch sprengen. Nicht mit der Kugel vielleicht. Aber mit dem Ding. Aber es war wieder Kacke jetzt, was ich getan habe, ne? Oh, ich könnte mich aufregen. Jetzt habe ich nur noch ein Herz. Ah, Mama, was tue ich hier? Oh nee, komm, ganz ehrlich. Ich hasse es, wenn ich Once auf die Art und Weise in den Sand setze. Es war ein interessantes Item, diese Kackhäufchen. Das war ein interessantes Item. Gut, schöner Start. Sehr schönes Item. Ich muss nur böse aufpassen, dass es mich nicht in die Luft jagt. Da muss ich böse aufpassen, dass mich das Ding nicht in die Luft jagt. Oh shit, es kann gegen die Dinger gesch... Oh, fuck me. Das explodiert, wenn ich es gegen die Dinger jage hier, ja? Das ist nicht, was ich wollte. Das ist absolut nicht, was ich wollte.
bist du denn? Shoot Pen. Ein auslaufender Stift oder was? Wo gehörst du denn dazu? Ah, du bist wahrscheinlich ein neues Trinket. Finde ich jetzt wieder nett. Jetzt wurscht. Kann ich die so auch so zur Explosion eigentlich bringen? Oder explodieren die nur bei Kontakt mit Gegnern? Also kann ich Töpfe damit sprengen und Steine nicht, ne? Nee, schade, okay. War ein Versuch. Weil ich gegen dieses komische Steinfisch schießen konnte, aber das war, weil es ein Gegner war. Oha. Komm, gib mir ein schönes Pedestal-Item. Gib mir ein schönes Pedestal-Item. Gib mir eine Pille. Eine Lackabpille. Meinetwegen. Du gibst mir wieder eine Bombe zurück, das ist in Ordnung. Vielen Dank dafür. Oh, Schlüssel. Kiste. Mehr Bomben. Stein. Nix. Nächster Itemraum. Also ich muss böse aufpassen, dass ich nicht zu nah an dem Gegner diese Kacke einsetze. Es ist ein geiles Item. Aber ich muss böse aufpassen. Nein! Gib mir Schlüssel. Oh, Metal Plate. Die war folgendes. Ich muss nachgucken. Ich meine, dass es was Cooles war. Ich meine, dass es was Cooles war. Was konntest du? Metal Blade, was konntest du? Lasst mich kurz nachschauen. Hat die mich nicht sogar vor Explosionen geschützt? Das ist jetzt gerade mein Wunschdenken. Das ist jetzt gerade mein absolutes Wunschdenken, dass ich vor Explosionen geschützt werde. Wo ist sie denn? Wo bist du? Ich meine, ich kann sie ja eingeben. Ach, da ist sie. Enemy Bullets have a 20% chance to be deflected. Achso, nee, okay, es kann nur Gegner manchmal reflektieren. Also Schüsse. Ah, gut. Nicht das Beste, was ich mir erhofft habe. Kannst du explodieren? Nein, okay, schade. Ich brauche einen Schlüssel. Aber wenn ich einen Schlüssel finde, würde ich ihn fast für die nächste Ebene lieber auf. Ah, oh, es ist wieder so ein Hin und Her, ne? Ah, und die Metal Blade hat mir eine Soul Heart gegeben, sehe ich gerade. Ja. Ja, gut. Wo gehe ich hin? Da war der Bo. Ist die Karte wert? Ich sag gerade noch, wo gehe ich hin? Da war der Boss und lauf weiter hoch. Wieso bin ich dumm? Ich will hier doch gar nicht weitergehen. Geht alle weg. Lasst mich in Ruhe. Geht bitte alle weg von mir. Ich hab Angst. Also, der einzige Hit, den ich bisher kassiert habe, war, weil ich nicht wusste, dass man gegen diese Steinviecher nicht schießen darf! Oh! Hat der gerade einen Slow-Effekt bekommen, der Gegner? Das ist mein Twin! Fuck me. Das ist mein Trinket. Das muss mein Trinket sein, weil was anderes kann das nicht. Kann ich die zumindest in die Luft jagen? Nö, okay. Das muss mein Trinket sein. Okay. Jetzt ist mein blaues Herz leider wieder weg. Schade. So, was sagst du zu meinen Flaming Tears? Magst du die? Habe ich mir gedacht. Burn! Burn, du Mistvieh. Wehe, du triffst mich. Alter, das wäre fast schief gegangen. Das wäre wieder fast schief gegangen. So, jetzt aber Flug. Flup. Abflup. Da ist wieder der Bandage Ball. Und der Tube of Lies. Mal wieder, aber diesmal interessieren mich die Fliegen überhaupt nicht, weil die werden einfach verbrannt. Hier, Flup, weg mit dir. Weg mit der ganzen Scheiße um dich rum.
mir schon so oft jetzt Ärger gemacht. Da ist mein Satan-Deal und da ist mein HP ab. Gut, gibt's hier Kisten? Jupp, und gefährliche Items zum Holen. Selbst wenn ich jetzt praktisch genug Herzen hätte, würde ich da nicht reingehen, weil, nee. Machen wir nicht. Leider keinen Schlüssel mehr bekommen für den anderen, für die Kiste. Aber jetzt laufe ich auch hier nicht weiter rum. Ich hoffe, jetzt kriegst du Schlüssel in der nächsten Ebene. Ich hoffe auf Schlüssel in der nächsten Ebene. Mehr kann ich gerade nicht tun. Was haben wir hier? Cool. Cool. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Fuck, meine. Alter, wir brauchen so viele Schlüssel. Können wir bitte den goldenen Schlüssel kriegen irgendwo? Ein goldener Schlüssel wäre jetzt echt eine Sache. Imagine, man hat die Flaming Tears plus Boomerang-Effekt von gerade. Das wär's komplett, ne? Dann musst du nämlich nah an die Gegner ran. Und die Dinger explodieren einfach. Das wär's komplett. So. Da ist mein erster Schlüssel, aber den sammeln wir für den Itemraum. Naja, oh, jetzt geht... Oh nein, jetzt geht mein Gedankenkarussell wieder los. Was, wenn hier mehr Schlüssel drin sind in den Truhen? Yo, ich darf da nicht mehr rein. Das Ding jagt mich in die Luft, wenn ich da nochmal reingehe. Okay, die Truhe da hinten, die Truhe da unten ist verloren. Schade. Die Truhe da unten ist leider verloren. Nicht zu nah an mich ran. Nicht zu nah an mich ran. Nicht zu nah an mich ran. Bleibt da oben. Geht irgendwo hin, wo ich nicht bin. So ist gut. Tschüss. Na, Bad Trip. Jetzt weiß ich zwar, welche Pille es ist und kann sie nutzen, wenn ich nur noch ein halbes Herz hätte. Aber in dem Fall absoluter Müll. Mal wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die dürfen auch nicht zu nah an mich. Oh mein Gott, die dürfen alle nicht. Die sind alle so kuschelbedürftig immer. Das ist nicht gut. Bleibt von mir weg. Explodiert da drüben. So ist gut. Noch eine Pille. Komm, HP down. Ich bin auch drowsy. Du bist auch kuschelbedürftig, ne? Ich verstehe das. Alter, Schlüssel. Yes. Nice. Ich traue mich aber jetzt nicht mehr nach unten in diesen Raum mit der Bombe. Gehe ich jetzt wirklich nicht mehr rein. Oh Gott. Oh Gott. Erster Itemraum gefunden, allerdings. Das ist doch schon mal was. Oh, Hilfe, Alter. Hier in dem Raum werde ich kaputt gehen, Alter. Ah, Bad Trip war... Nein, geh weg! Gut. Oh, die Bombe hat es rausgefetzt. Das ist okay. Die nehme ich gerne mit. So, einer ist noch übrig. Machen Abflug. Nicht bei mir explodieren. So, dankeschön. Ein Itemraum für mich. Vorsicht vor den Fliegen. Selbst die könnten mir jetzt gefährlich werden, weil wenn sie in meinem Gesicht explodieren, ist doof. Magnetizing Tears. Damit kann ich mir jetzt Sachen holen, ne? Die sind jetzt sowohl magnetisch, oder? Die sind nicht magnetisch. Sind die auf Gegner jetzt magnetisch? Oder was? Oder haben die irgendeinen Effekt? Ach, keine Ahnung. Ich dachte, die sind jetzt hier... weil dann sind sie vielleicht auf Gegner magnetisch. Wir werden es gleich feststellen, wenn wir sie auf Gegner schießen. Alter, das ist super gefährlich gerade gewesen.
Toll, toll, da komme ich nicht ran. Oder? Naja. Es war risky, aber ich komme ran. Jetzt muss das Feuer weggehen. Ich kriege das Feuer weg. Geht es weg, wenn ich hier raus und reingehe? Yes. Schlüssel, komm. Okay. Ja, das machen wir hier drüben nochmal. Nicht zu nah rein. Bombe hin. Oh, ich hoffe, ich komme ran an die Sachen. Yes! Da ist mein Schlüssel für den nächsten Itemraum. Stellt sich die Frage, wo ist mein nächster Itemraum? Und die Antwort ist schon mal hier nicht. Wir haben auch noch nicht den Bossraum gefunden. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Ist hier unten die... ist hier unten der Raum mit der Trollbombe? Ja, ne? Aber da geht's nicht weiter. Ja, wait, wo geht's denn dann weiter? War ich hier schon drin? Nein. Oh, da ist ein... okay, da ist ein extra großer Raum. Vorsicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, ist das der Magneteffekt? Okay. Das sah ja nicht so günstig aus. Also ziehen die mich dann... zieht's die dann zu mir oder was? Das wäre nicht so geil. Das wäre genau das Gegenteil von dem, was ich will. Yikes. Okay, da werden wir jetzt mal uns rübersprengen. Erstens gibt es viele Kohle. Und zweitens könnte es natürlich was Cooles geben. Zum Beispiel die Liberty Cap. Dann ist allerdings der Slow-Effekt weg und die Liberty Cap nützt mir gar nicht mal so viel. In dem Fall. Gott, das ist schon wieder so ein Raum, wo jetzt die schnellen Viecher... ich hasse... es wird... oh Gott. Okay, so ist gut, so ist gut. Wenn ich sie so ah, die... okay, die magnetisieren sich gegenseitig. Yo, das ist cool. Das ist dann gerade in einem Raum mit vielen Gegnern tatsächlich gut. Ja. In so einem Raum ist es dann gerade gut. Itemraum. Und wir müssen auch in den Shop. So wie es im Moment ist, müssen wir auch in den Shop. Komm, magnetisiert euch, magnetisiert euch. Macht alle einen Abflug, macht alle einen Abflug. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann sammeln die sich nämlich auf einer, 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 Stelle. Ich weiß, dass ich jetzt ganz oft auf einer gesagt habe, ihr dürft es aber gerne zitieren. So, okay. Yikes. Gut, interessante Geschichte. So, was haben wir hier? Noch mehr Gründe, den Shop zu besuchen, wenn wir nochmal einen Schlüssel bekommen, das ist. Camo Kit. Was kannst du? Was kann Camo Kit? Das war diese Unterhose. Die habe ich auch schon ein paar Mal gesehen, meine ich zumindest. Wo kam die denn dazu? Ja, das ist ein Afterbirth Plus Item. Oh, okay. Oh, nice. Wenn ich einen Raum betrete und solange ich nicht schieße... genau. Solange ich nicht schieße, bin ich praktisch unsichtbar. Und Gegner greifen mich so lange auch nicht an. Ich weiß nicht, ob die mich berühren können. Aber ich kann mich dann sozusagen so positionieren, dass ich die vielleicht angreifen kann, ohne dass sie mir Probleme bereiten nachher. Ich kann mir sozusagen den Raum erst angucken. Boah, das war knapp. Ich kann mir immer den Raum erst angucken. Okay, das ist auch jetzt ein nices Ding. Da sprengen wir uns doch mal rüber. Eine Bombe gegen drei. Sehe ich mich. So, wir brauchen immer noch den Shop. Und Bossraum wäre halt cool. Okay, beides. Wir kriegen beides mit einem Schlag. Sehr schön. Wir haben interessante Effekte. Wir haben interessante Effekte. Mich ärgert es, dass ich getroffen wurde in der Ebene. Aber ich kann es im Moment nicht ändern. Oh, ich habe keinen Schlüssel. Scheiße, ich habe keinen Schlüssel. Ja, dann gibt es keinen Job für mich. Dann ist es so. Jups. Vorsichtig. Sind die beide? Die haben beide den Quatsch gemacht, okay.
Die verhalten sich beide exakt identisch. Jo, das heißt, ich weiß, wo beide immer gleichzeitig sind. Die sind einfach exakt identisch unterwegs hier gerade. Finde ich gut. Und sie gehen auch beide gleichzeitig in die Luft. Speed up und Size down. Auch eine schöne Sache. Bitte eine gute Pille. Naja. Nicht die beste Pille. Okay. Wir sprengen mal ganz schnell die Kacke hier hoch in die Luft. Bevor mir das zum Bedrängen, zum Dings wird. So, tschüss. Nicht treffen lassen, nicht treffen lassen. Ich darf keine Hits einstecken. Solange ich keine Regeneration oder so Zeug möglich habe. Oh Gott, ich renne immer fast rein. Warum mache ich das? Warum bin ich so? Ich würde nicht mal getroffen werden und ich renne einfach rein. Warum bin ich so? Oh Gott. Yikes. Warum bin ich so? Ich verstehe das nicht. Warum mache ich solche Dinge? So, mach dich weg jetzt. Oh, okay, die sind zu hoch. Interessant, die Dinger sind zu hoch für mich. Jetzt mach dich halt weg. Danke. Kein Engelraum, warum? Okay, Tier ist wieder ab. Gut, damit ist der Fehler wieder weg. So, leider keine Schlüssel für den Shop. Ich hätte ja gerne noch nach dem Schlüssel für den Shop geguckt. Ich meine, das Ding ist, ich kann mich direkt wieder aus dem Raum rausspringen, wenn er kacke ist. Ich kann ja reingucken. Und feststellen, den Raum können wir spielen. Da passiert nichts. Der Raum dürfte kein Problem machen. Und wenn ich jetzt noch einen Schlüssel bekommen würde, wäre es ja ganz cool. Nice. Shop it in. Shop-Item für mich. Zwei Stück. Nein. Welches nehme ich denn jetzt? Nimm die rechte Seite. Deck of Cards. Get out of jail free. Oh, jetzt muss ich sämtliche Karten nachgucken. Das wird auch wieder sehr interessant. Will open all doors in the current room. Ah, wie Dad's Key. Okay, gute Geschichte. Gute Geschichte. Aber nur einmal einsetzbar, klar. Okay. Es ist schon, ne? Es ist schon. Shish. Es ist schon shish hier, was hier wieder abgeht. Gut. Gut, 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 gut. Ich spreng den mal noch. Vielleicht gibt es noch ein Münzchen. Kein Münzchen. Dann tschüss. Hätte ein schöneres Item sein können. Hätte aber auch ein schlechteres Item sein können. Okay. Hoffen wir auf Keys beim nächsten Mal. Hoffen wir auf Keys in Devs oder wo auch immer wir landen. Nekropolis wäre auch möglich. Dank Devs, okay. Dank Devs. Oh je. Okay, es ist nur dieser eine Gegner. Wenn der weg ist, hat sich der Rest erledigt. Der war noch unsichtbar. Ich dachte, ich habe ihn, aber die anderen sind nicht weg. Das hat mich irritiert. Okay, die muss ich alle erledigen. So wie sie sind. Ja, versammelt euch da. Sehr schön macht ihr das. Pille, die ich nicht kenne. Ich bin excited. Toll. Ich bin auch total excited. Vorsichtig, der springt. Oh, da ist noch eine Fliege. Da ist mein erster Schlüssel. Sehr gut. Oh Gott, wir haben einen Schnelleffekt gerade drin, wegen dem einen I'm excited. Das ist nicht, was ich will. Oh Gott, es ist gerade richtig schnell. Ah, das war nicht gut.
Das ist besser. Das Schöne ist, die kann ich jetzt auch einfach so angreifen, ne? Da interessiert jetzt keiner, ob die nur hinten verwundbar sind oder nicht. Die kann man immer treffen, so. Auf die Art und Weise. Heieieiei. Ja, du nützt mir leider gerade gar nichts. Deswegen fliegst du jetzt auch einfach in die Luft. Kann ich dich so sprengen? Nein. Kann ich dich so sprengen? Ja. Oh, das hat meinen Engel-Deal erhöht. Okay. Schade, dass wir nur einen Ach, komm. Wozu habe ich sie denn? Okay. Wozu habe ich sie denn? GameKit? Hatte das den Effekt, dass wenn ich damit Gegner esse, Herzen generiere? Da spricht wieder meine Hoffnung. Ja, für zwei Gegner bekomme ich ein halbes rotes Herz. Nice. Da gehen wir rein. Da gehen wir lieber hier rein. Halbes Herz pro zwei Gegner ist besser. Dafür brauche ich jetzt nur erstmal zwei Gegner. Spawn mir mal noch mehr. Ja, gut. Und wenn ich dich jetzt auch noch in die Luft jage, dann kann ich hier fressen. Nom. Sehr nice. Okay, jetzt nicht mehr. Sehr nice. Sehr gutes Item. Für den One. Sehr schönes Item für den One. Braucht halt vier Räume, um sich aufzuladen. Na, das macht ein Problem. Aber ich kann mich alle vier Räume theoretisch ein bisschen heilen dann. Wenn ich es geschickt anstelle. Okay, den Shop brauchen wir gar nicht erst besuchen. Im Moment. Oh Gott, die sind so viele und sie sind so stark. Und es braucht ewig, bis die kaputt gehen. Wir haben halt noch keinen guten Damage, ne? Das ist ein Problem. Und wir haben jetzt im Prinzip... Oh, scheiße. Denkt mal nach. Wir haben jetzt im Prinzip alle Items, die wir bisher... Oh Gott. Wir haben jetzt alle Items, die wir vom Marm bekommen können. Das ist unsere Ausrüstung, mit der wir zum Marm gehen. Also es kommt noch der erste Boss vorher, aber... Yikes. Vorsichtig. Nicht zu nah, nicht kuscheln kommen. Kuscheln kannst mit jemand anderem. So, ist gut. Ich hab's befürchtet, dass der wegspringt. Oh nee. Ich hasse diese Dinger. Komm, mach dich weg. Vor allem sieht man legit nichts, wenn alles so dunkel und schwarz und kacke ist. Gut, einer noch. Mach dich weg. Der Treffer muss noch sein, ne? Der Treffer muss noch sein, okay. Heißt wieder fressen im nächsten Raum. Komm schnell. Fuck. Wollte zu viel. Ah, hier wäre fressen besser gewesen. Da wäre fressen deutlich besser gewesen. Zu spät. Oh nee! Ich weiß nicht, was mich in die Luft gejagt hat, aber irgendwas hat mich in die Luft gejagt. Nee.
kommen hier rum. Ne, die rollen nur darum, okay. Wupp! Ich dachte, die sehen mich nicht. What the f... Ach, so funktionieren die. Ich dachte, die sehen mich nicht, bis ich nicht schieße. Dann zieht er einfach rüber. Wo ich bin. Ich wollte gerade sagen, okay, die rollen da einmal rum. Kriege ich hin. Schieße ich einfach beide ab. Ja. Jetzt weiß ich, wie die funktionieren. Scheiße. Scheiße. Ach, Mann. Das lief auf Ende. Oh Mann, ich hätte gern mal versucht, mit der Ausrüstung gegen Mom zu kämpfen. Wir wären nicht weit gekommen, glaube ich, aber ich hätte es gern mal versucht. Ha, was soll's. Danke fürs Zuschauen. Part, was weiß ich, wie viel das jetzt war. Keine Ahnung. Ich zähle nicht mehr. Wie lange sitzen wir jetzt an Ultrahard? Und vor allem, ich werde noch so viele Parts aufnehmen, bis ihr die ersten Kommentare dazu schreiben werdet. Naja, danke fürs Zuschauen und tschüss. So, wir machen weiter. Ich habe mich wieder beruhigt. Willkommen zurück zu einem Let's Play, das gerade ein bisschen stagniert, weil ich nicht weiterkomme. Oh, Splash. Weiß nicht, ob das jetzt... Ich meine, es ist ein besseres Item, als es mal war. Ne? Aber ob das jetzt so gewinnbringend für Ultra Hard ist... Krieg ich das eigentlich wieder? Ja, ich krieg's wieder. Okay. Also ich kann es mehrmals einsetzen. Wusste ich schon wieder nicht mehr. Aber es ist... Also... Wow. I don't know. Nein, meinen Schlüssel für die nächste Ebene haben wir schon mal. Oh ja, Mensch. Die besten Items heute wieder am Start. Die besten Items hier am Start. Das könnte sogar gewinnbringend sein, zwei Bomben zu opfern und zwei Kisten zu bekommen. Okay. Cool. Naja, zwei Bomben für einen Demon Tail. Oh lol, ich bin einfach aus der Boss-Tür rausgekommen. So mäßig. Dann gehen wir doch direkt in die Boss-Tür zurück. Dann ist dieser Run jetzt auch gleich ganz schnell wieder beendet, nämlich. Der macht diesen komischen Eckenbrimstone, ne? Ja, erstmal macht er die Kacke, okay. Triffst du das mal bitte? Gut. Range up, ist okay. Wir gehen weiter. Ah, jetzt steht er da drin, das ist sehr nice. Das war ja super nice. Oh mein Gott, war das gut gesetzt, das Glas. Oh, das Glas war übelst gut gesetzt. Nix für mich. Tschüss. Weiter. Bin noch nie so schnell durch die erste Ebene gesaust. Das ist jetzt halt ein Scheißraum, ne? Also das ist jetzt literally der schlechteste Raum, den ich hier bekommen kann. What the hell? Ja, wie soll ich denn... So schnell, wie ich durch die erste Ebene gesaust bin, bin ich auch in der dritten, zweiten Ebene gestorben. Also, wie hätte ich das denn jetzt? Also, ernsthaft. Das war ja kompletter Müll, der Raum. Clocked Enemies, was bist du denn? Irgend so ein rotes Röhrchen habe ich gesammelt.
Habe ich noch nie gesehen. Entweder Afterbirth Plus. Oder tatsächlich Dings. Repentance. Ich sehe es weder da noch da. Ah. Keine Ahnung. Dann werden wir rausfinden müssen, was es ist. Es hieß ja irgendwas mit Clocked. Nee, wie hieß es? Irgendwas mit Tears? Also das, keine Ahnung, irgendwas mit Tears ist? So ein Tears-Effekt? Hä? Wait, die... Ah, okay. Die tun mir selber aber jetzt nicht weh, ja? Also Gegner schießen jetzt einmal Tears, wenn sie explodieren, oder was? Ah, ja. Naja, weiß ja nicht, ob das so geil ist. Also. Ja, wow. Also, ich warte mal noch den zweiten. Ach, da ist er schon. Jo, wenn ich jetzt getroffen werde, bevor ich da reingehe, resette ich sofort. Wenn ich in dem Raum jetzt getroffen werde, dann resette ich sofort. Ich habe sowas von keinen Bock, hier getroffen zu werden, ne? Gut. So, was haben wir hier? Oh, nee. Ach komm, wir gucken noch die Bosse, aber das ist doch schon wieder scheiße hier. Dieses dumme Viech, Alter. Ich weiß nicht mal, wo er gerade ist. Naja, ich meine, kann der viel Schaden beim Boss ausrichten? Nein, er macht Schaden, scheinbar. Ja, er macht Schaden. I don't know. Oh, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Okay. Wir haben schon mal wieder zwei Schlüssel. Das ist doch trotzdem schon mal wieder ein Grund weiterzuspielen. Haben wir hier noch... Achso, ich musste natürlich noch sprengen. Denn es könnte ja sein, dass die ein Trinket droppen. Oh, nice, 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 nice. Gut. Ja, ne, dort. Oh, da, ja, doch. Also, wenn ich den einmal so reinzünde in den Raum. Ist das gar nicht so verkehrt. Ich meine, ist er. Oh! Ja, 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 Small Rock. Small Rocky. Wir spielen weiter. Wir spielen sowas von weiter. Mit einem Damage-Abstand. Oh, okay. Es ist irgendwie abhängig, was für eine Art Gegner es ist, wie viele Tränen die so droppen. Nach dem Hit. Nach dem Todsinn. Oh, wir können auch den Shop besuchen. Wir können auch mal eben fix den Shop besuchen. Wusch! Yo! Das nenne ich mal Minigolf spielen. Oder so. Einmal Shop. Okay. Ich brauche noch 3 Münzen. Kann der Krüge kaputt machen? Bestimmt nicht. Natürlich nicht. Okay. Wir gehen hierfür. Fingerbone. Ich lerne neue Trinkets kennen. Beziehungsweise ist es wahrscheinlich ein alter Fingerbone. Nee, das ist nicht der Fingerbone. Fingerbone. Das ist auch nicht der... Alter, die sehen alle so ähnlich aus. Das ist der Fingerbone. Gives you a small chance to gain a bone heart every time you take damage.
schätze mal, dass mir das hier nicht passieren kann. Ich schätze mal, dass... Ich weiß nicht, ob es mir das gibt zum Einsammeln oder ob es mir das gibt zum Dings. Wenn ich jetzt kein anderes Trinket bekomme, dann nehme ich es eh mit. Aber... Ich schätze mal eher nicht. Ich hoffe halt auf die Kugel. Dass mir das Ding explodiert und ich die Kugel bekomme. Darauf hoffe ich. Ah, das ist... Nee, das ist Quatsch. Vision ist auch in Ordnung. Der Lamas nützt mir leider nichts, weil das würde jetzt Herzen droppen. Ne, und die kommen einfach nicht. So, das ist einfach leider useless. Scheiße. Okay, ich setze mir einmal Vision ein. Dann ist auch der andere Itemraum aufgetaucht irgendwo. Oh, hier waren wir noch gar nicht drin. Nun, gratis Kiste. Schlüssel. Nice, nice, nice. Geheimraum. Shit, hier war ich auch noch nicht drin. Nicht gut. Nicht gut. Dann haben wir den anderen Geheimraum noch gar nicht gesehen, oder wie sehe ich das? Stimmt, okay, wir haben noch gar nicht alle Räume durch. Shit. Wieso habe ich das Duct Tape eigentlich mitgenommen? Das wollte ich überhaupt nicht. Das wollte ich. Und im Moment das. Komm schon, explodier! Mm. Auch das nützt mir nichts. Ich krieg die nicht. Das ist so kacke. Es ist so kacke, dass ich die nicht kriege. Es ist so kacke. Vor allem, ich hätte jetzt genug Münzen gehabt, um mir das 15... Okay, wir rennen einfach in den Boss rein. Yo! Yo! Der macht ja übelst Damage, wenn ich den da reinjage. Tschüss. Okay. Ich wollte resetten mit dem Kollegen, aber da bin ich dabei. Da bleibe ich dabei. Die vier. Nein, 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 nein. Oh Gott. Das war übelst knapp. Scheiße. Aber es hat nur das schwarze Herz gekostet. Das ist zwar blöd, aber es ändert noch nichts an meiner Chance, den Satan-Deal zu bekommen. Nice. Und das wiederum sorgt dafür, dass ich nächstes Mal den Angel Deal bekommen könnte. Nix für mich, tschüss. Ja. Blöd jetzt wegen Dings, ne, aber... Was soll ich tun? Wir haben genug Schlüssel, gehen wir weiter. Ich lade den schon mal auf. Man weiß ja nie. Dann ist er nämlich schon aufgeladen, ja, perfekt. Nö. Okay. Vorsicht! Freunde. Macht keinen Scheiß mit mir hier. Mein Damage ist schon mal ganz nice. Ne? Damage, muss man schon mal sagen, ist schon mal die... Die Viertelmiete vielleicht. Jetzt, wenn wir noch mehr Herzen hätten, wäre es halt noch besser, weil nach wie vor... Gott, es sieht immer so aus, als ob ich getroffen werden könnte, aber ich kann nicht getroffen werden. So, was haben wir hier? Gut, ich krieg die Bomben wieder. Sehr schön. Das war's wert. Gehen wir in die Richtung. Es sind so viele leere Räume. Ich meine, soll mir recht sein. Was fühlt sich so ein bisschen an wie die Ruhe vor dem Sturm? Böse Fliege, geh weg. Und du... Nein, ich wollte die da reinzünden. Hat nicht funktioniert.
Jetzt aber. Sehr schön. Oh, da ist ein unsichtbares Ding. Jetzt sehe ich das erst. Der ist mir noch gar nicht aufgefallen. Huah, ich denke mir, die treffen mich. Weil manchmal geben ja auch die Gegner Schüsse ab, die mich wirklich treffen könnten. Ist in dem Fall zum Glück nicht passiert. Halt untenrum geht's auch noch weiter, ne? Ne, geht nicht. Wieder. Jetzt ist der Raum aufgetaucht. Okay. Verstehe das. So, die Viecher bleiben. Ist auch in Ordnung. Ich muss nur aufpassen. Sehr schön. Das war nicht so effektiv. Zwei kleine Spinnen noch. Weg mit euch. Yes! Sehr gut. Das bedeutet, wir behalten unsere Schlüssel in diesem Run, in dieser Ebene. Sehr, sehr gut. Hui! Oh, das hat. Oh, das hat funktioniert. Das hat sogar gut funktioniert. Imagine einfach, wir beenden damit Satans Leben. Nein, werden wir nicht tun, aber. Lass mich halt träumen. Ich meine, alles ist gut, solange ich keinen Schaden kassiere. So, alles andere ist erstmal egal. Wenn ich keinen Schaden kassiere, ist alles cool. Nope. Okay, auch in dem Raum dürfte ich eigentlich keinen Schaden kassieren, wenn ich jetzt nicht kompletten Müll mache. Ich wäre gerade fast reingelaufen, weil ich nicht hingeguckt habe. Oh Gott. Also ich habe schon hingeguckt, aber ich habe auf das Viech geguckt. Also auf mein Viech. Ja, nice. Da ist der andere Itemraum. Sehr schön. Was heißt der andere? Es ist der erste, oder? Wir haben noch gar keinen gehabt. Stimmt, es ist der erste. Quadshot. Nice Geschichte. Wenn wir jetzt wieder Tiers zurückbekommen, wäre es besser. Aber grundsätzlich gute Geschichte. Darauf kann man aufbauen. Darauf kann man böse aufbauen. Ja, das Ding ist halt, die Tiers geht stark runter. Das habe ich schon mal erzählt. Aber grundsätzlich keine schlechte Sache. Weil eben darauf kann man halt eben entsprechend auf. Okay, da komme ich nicht ran, ne? Weil die machen trotzdem noch Schaden. Lassen wir sein. Gehen wir hier hin. Halo of Flies. Okay. Das ist auch in Ordnung. Das ist auch sehr schön. Das ist praktisch wie Pretty Fly mal 2. So, ich muss jetzt auf jeden Fall den Stein sprengen. Okay, schöne Schlüssel. Weil ich habe ja den goldenen Schlüssel und wenn da jetzt eine Kiste drin wäre, jawohl, dann können wir das auf jeden Fall mitnehmen. Was war Jera? War Jera das Soul Heart? Double all pickups on the floor. Ach so. Oh, das ist für Shop zum gratis mitnehmen. Ah, das ist das gleiche wie dieses Ding, dieses Doppelauge, was ich hatte. Ja. Creates copies of pickups in the shop which can be taken for free even if you haven't purchased them yet. Achso, aber nur Pickups, oder? Nicht Pedestal-Items. Es geht um Pickups, nicht Pedestal-Items. Okay, sorry. Ist nicht das Gleiche. Ist nicht das Gleiche. Ich hab gelogen. Ist nicht das Gleiche. Aber nehme ich natürlich mit. Ganz klar. Alter, das hätte mich fast getroffen. Das wäre dumm geworden. Sehr ärgerlich vor allem. Okay, Vorsicht, der Raum ist gefährlich. Der Raum ist gefährlich. Schön ausweichen.
Nein, das Vieh war noch nicht tot. Mist. Jetzt ist es tot. Ich glaube, wir haben gerade die Fliegen den Arsch gerettet. Jetzt schon wieder. Nice. Geh weg! Ja, der war nicht... Ach, scheiße, der war nicht zu vermeiden. Fuck! Eieieiei. Es geht halt so schnell. Jetzt habe ich halt schon wieder nur noch 2 Herzen, ne? 3 fühlen sich besser an. Ist leider so. Oh Gott. Wir gehen nach oben weiter. Oh je. Das ist so ein Raum. Aber wir müssen durch den Raum durch, weil wir da zum Boss kommen. Na super, und ich bin auch noch langsam. Okay. Ich kann die jetzt for free nehmen, die Pickups. Ich weiß nicht, was mir das jetzt hier nützen soll. Denn ich krieg ja den Kollegen hier nicht. Die Karte könnte halt cool sein. Wenn es Tour of Hearts wäre zum Beispiel, komm, wir probieren's. Wir probieren's. Es ist Tour of Hearts. Es ist einfach Tour of Hearts. Vor Freude spreng ich dich mal kurz. Okay. Es ist einfach Tour of Hearts. Okay, so, jetzt vorsichtig. Ich bin halt langsam, das ist das Problem. Ich muss jetzt hier durchkommen, ich werde getroffen. Ich werde safe getroffen. Ich komme hier nicht durch, ohne getroffen zu werden. Aber dann setze ich Tour of Hearts ein, dann habe ich wieder 3 Herzen. Wie soll ich da durchkommen? Besser wäre es halt von den Kugeln getroffen zu werden, als von den Stacheln, weil die Stacheln ziehen mir ein ganzes Herz ab. Ich weiß nicht, wann ich losgehen sollte. Jetzt. Oh mein... Wie? Wie habe ich das gemacht? Nice. Wir brauchen halt dringend jetzt ein Tiersab wieder. Dann ist alles cool. Mit einem Tiersab zusätzlich ist alles cool. Ne, wir schießen jetzt halt super langsam im Moment. Aber 4-fach Schüsse sind halt schon awesome. Ich brauche halt nur ein Tiersab. Oder 2. Besten gleich 2. Tschüss. Damage und Range Up. Ja, ist auch nice. Ist auch nice. Aber Tears Up wäre besser. Tears Up wäre halt besser. Okay. Ich wollte gerade sagen, das sind doch 4 diesmal. Also an Damage brauche ich überhaupt nicht meckern. Für Damage brauche ich überhaupt nicht meckern. Komm, gib mir den Engelraum. Schade. Hätte 16% Chance sein können. HP Up ist auch nice. HP Up ist auch nice. Okay. Wir gehen weiter. 8 Schlüssel, 2 Bomben, 7 Münzen. Wir sind mal wieder in den wahrscheinlich Dank-Devs, was weiß ich. Okay, den ist normale Devs. Normale Devs nehme ich auch mit. Ja, schöner Start. Guter Raum. Ich muss halt meine Herzen behalten. That's all. Ich muss nur meine scheiß Herzen behalten. Lasst mich in Ruhe. Holy moly. Oh Gott. Okay, vorsichtig. Ganz vorsichtig. Hinziehen lassen und weg. Okay, das ging ja ganz gut.
So, wir laden auf, wir gehen rein. Wir zünden weg. Oh Gott! Ich hasse diese. Ich bin zum Glück ausgewichen, aber woher weiß man, dass die kommen? Oh, nee. Ich hasse euch so sehr. Ich hasse euch so sehr. Oh, fuck. Ich hasse euch so sehr. Beim nächsten Treffer muss ich Tour of Hearts einsetzen. Alter, das ist so ein böser Raum. Da ist noch so ein kleines Viech, was mich getroffen hat. Nein! Oh, der beendet mich komplett. Dieses Drecksding, was da rumfliegt. Scheiße. Der ist genau dieses Drecksding. Alter, war das ein Fuckraum. Es ist so schlimm. Es kann so schnell mit den Räumen zu Ende sein. Nein! Ich habe ihn noch gesehen. Es kann so schnell zu Ende sein. Oh, es ist so scheiße. Ah, Mann, ey. Oh Gott, dieser Raum wieder hier. Okay. Eigentlich kann ich Folgendes machen. Ich bin jetzt mal klug. Ich schieb den hier hin. Dann dürfte der die Kettenreaktion genau da stoppen. Yes. Schade. Okay, immerhin zwei Schlüssel für die nächste Ebene. Das sind doch schon mal gute Voraussetzungen. Hail of Flies ist natürlich auch eine gute Voraussetzung, aber nicht, wenn so fette Gegner in mich reinrennen. Ganz ehrlich, der Raum gerade. Seid mal ehrlich. Der Raum war doch echt fies. Seid mal nicht so, du bist schlecht, du kannst nicht ausweichen. Der Raum war doch echt richtig viel. Ich hasse unsichtbare Gegner. Oh mein Gott, ich hasse so viel an der Ultra Challenge. Holy shit. Und trotzdem spiele ich es immer wieder, weil sie einfach... Sie reizt mich einfach böse. Sie reizt mich einfach böse. Wo ist jetzt der Unsichtbare da unten? Wenn der wenigstens mal weg wäre. Ich renne gleich in den Rhein. Ich sehe es kommen. Ich renne in den Rhein. Irgendwann renne ich in den Rhein. Nee, jetzt ist er weg. Okay. Aber ich habe halt schon wieder nur noch zwei Herzen. Ein Herz. Okay, da ist der nächste Itemraum und wir werden nicht hinkommen, weil dieser Raum mich beendet. Cool. Richtig cool. Oh, das war super knapp mal wieder. Komm, mach dich weg. Dann kommen wir doch noch in den Raum rein. Ist okay, wir kommen noch in den Raum rein. Ist okay, wir kommen noch in den Raum rein. Meinetwegen, alles gut, cool. Oh, Jesus. Ist das frustrierend? Da ist ja noch ein Gegner. Ja, nice, kann ich gleich einsetzen. Weg damit. Nützt mir halt überhaupt nichts. Wieso gibt's die Karte überhaupt in der Challenge? Könnte man nicht zumindest die Karten rausnehmen, die nichts bringen? Komm, mach da oben Bumm. Ach, der macht nicht. Wow, hätte er Bumm gemacht, hätte er gepasst. Und der macht nicht Bumm. Das ist der Shop, das ist gar nicht der Itemraum. Oh lol, ich dachte, das ist der Itemraum. Ah, zum Glück habe ich keinen Schlüssel dafür hergegeben. Bin ich wieder dumm. Was ist das denn? Das ist der Boss. Das ist ein anderer Raum. Das ist jetzt wieder der Raum. Oh.
da ist der Itemraum. Okay. Mach mal den vorher kaputt. Auch in Ordnung. Small Rock. Cool. Ich würde mich mehr freuen. Ich würde mich deutlich mehr freuen, wenn ich nicht nur ein einziges Herz hätte. Ja, das Schild ist auch eine coole Geschichte. Grundsätzlich. Aber das eine Herz ist halt scheiße. Na gut, gehen wir zum Boss. Wir haben gesehen, wo er ist. Freuen wir uns eine Runde und gehen zum Boss. Macht das Schild irgendwas außer Abwehren? Ich lese ihn ganz kurz durch, aber ich glaube, der macht einfach nur Abwehren. Ja, er macht nicht mal Schaden. Okay. Er wehrt einfach nur ab. Gut, dann soll er abwehren, meinetwegen. Ich meine, Abwehren ist gut. Gar keine Frage. Wäre ich fast da reingerannt, das wäre es wieder gewesen. Okay. Ey, wenn du mich jetzt tötest, dann ist aber hier Feierabend. Eigentlich muss ich ihn vorne angreifen, sonst teile ich ihn auf. Ich will ihn ja gar nicht aufteilen. Ja, immer schön vorne. Wir brauchen keine zwei von dir. Ne? Scheiße. Okay. Jetzt bleibt nur noch einer übrig. Okay. Keine schlechte Geschichte. Wie gesagt, mich ärgert nach wie vor mein eines Herz, was ich da noch habe. Wir bräuchten irgendwie so einen Regenbogenhaufen oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was... Ja, oder halt Regeneration. Aber wir haben leider festgestellt, in den letzten Runs, Regeneration gibt es doch nicht so häufig. Wir hatten es bisher, glaube ich, ein einziges Mal in diesen Runs. Zweimal hatten wir es. Nee, zweimal hatten wir es. Ich habe gelogen. So, ich versuche jetzt mal auf einen zu konzentrieren. In der Hoffnung, dass die nicht sich eine Lebensenergie teilen. Aber ich glaube, die teilen... Nee, die teilen sich keine. Sehr schön. Damit ist er weg. Damit muss nur noch er drauf gehen. Komm, Satan-Deal, komm, komm. Yes. Sehr schön. Nicht gut. Nicht gut. Nicht treffen lassen von ihr jetzt. Okay, Gott sei Dank. Spinnen, 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 spinnen. Macht euch weg. So, wir haben ein Soul Heart und ein Black Heart. Das ist okay. Gut, sie beendet selbst ihr Leben. Das ist in Ordnung. Wir haben zwei Schlüssel. Nächste Ebene. Jo, okay. Wir haben leider keine Bomben. Da komme ich nicht ran. Da komme ich nicht ran. Will ich auch gar nicht. Da ist der Bossraum. Ja, das ist jetzt nicht so cool. Die will schon wieder kuscheln. Das gefällt mir nicht. Oh Gott, ich wäre fast reingelaufen. Okay, ich wollte erstmal die Türen abchecken, ob hier direkt ein Gang ist, den ich gerne hätte. Leider ist da kein Gang, den ich gerne hätte. Das ist sehr ärgerlich. Come on! Jo, Gott, das war knapp. Pures Glück, dass er nicht da hochgelaufen ist. Oh Gott. Itemraum.
Nee, Shop. Also komplett useless. Vorsichtig. Das waren jetzt so Explosionen, die von dem Gegner kamen, ne? Das waren nicht die von mir, weil ich habe das Item ja auch gar nicht mehr, wo die Gegner explodieren. Muss ich mir jetzt gut merken, dass ich jetzt wieder ausweichen muss, wenn Gegner explodieren. Vorhin musste ich nicht ausweichen. Oh nee, ich mag so dünne, so enge Räume nicht. Der explodiert doch schon wieder. Ah, der schmeißt selber Kacke, die explodiert. Das ist noch schlimmer. Ja! Da habe ich halt schon wieder nur noch zwei Herzen. Komm, ganz ehrlich, scheiß drauf. Weg damit. Weg mit dem Müll hier. Ich setze die direkt ein. Weg damit. Nein, jetzt hätte ich sie gebraucht. Jetzt hätte ich Death. Oh, jetzt wäre Death so viel besser gewesen. Oh, scheiße. Komm, geh weg. Nein, nicht jetzt. Nicht jetzt. Jetzt. Ja, sehr gut. Ich konzentriere mich immer nur auf eine. Sehr gut. Kriegen wir hin. Wir kriegen den Raum hin. Aber hier wäre Death so viel besser gewesen. Oh, hier geht's nicht mal weiter. Och, lol. Oh, beide Räume waren komplett... Oh, der war auch komplett nutzt. Oh nein, der ganze Weg war... Scheiße. Okay. Schaffe ich es, mir beide zu holen? Mit einer Bombe? Oder wie oder was? Vielleicht irgendwie so? Ach, Kacke. Ich habe halt nur eine Bombe. Dann hoffe ich jetzt, dass diese Kiste mir hier mehr Bomben gibt. HP up, don't swallow the price, nehme ich definitiv auch. Stores are open, nehme ich auch. Auch wenn ich gerade münzentechnisch das nicht nötige. Aber ist in Ordnung. Love tut's. Hätte vergessen, was das ist. Na gut. So, ein Itemraum haben wir noch. Ach, das war der Quatsch. Aber das HP-Up war wichtig. Das HP-Up in der Kiste war gerade viel wichtiger. Als... Oh mein Gott! Als alles andere. Es ist so kritisch. Oh, ist gut. Schön die Gegner angreifen. Das hat ja lang gehalten, der Effekt. Ah, lass doch die Kacke! Du blödes Drecksding. Ich komm nicht mal an die ran, ne? Ich komm nicht mal an die ran. Ich müsste beide treffen. Jetzt. Jetzt schießt der wieder. Alter, ich raste aus hier. Macht euch doch einfach beide mal weg vom hier, vom Fenster. So, jetzt habe ich euch. Das hat viel zu lange gedauert. Und hier geht's nicht mal weiter. Also weiter schon, aber nicht... Es geht mir noch nicht direkt zum... Hä, wieso ging jetzt auf? Da ist noch ein Gegner. Ist es wieder das, du hast zu lange gebraucht, Ding? Meinetwegen. Wenn du das sagst, Spiel. Ach, jetzt bin ich hier. Ah, ich sehe. Hier waren wir, da war der schon. Wait, ist es nicht Stores are open? Komme ich jetzt, darf ich jetzt einfach gratis da reinlaufen? Oder nicht, dass ich jetzt einen Schlüssel opfer und da reinlaufe mit zwei Münzen, das wäre Schwachsinn.
Automatic opens all shop doors for free. Okay, dann gehe ich einfach rein mit dem Ding. Und ich verliere keinen Schlüssel, ja? Chillig. So, jetzt gibt's hier blöderweise... Ja, wollte ich nicht. Jetzt gibt's hier blöderweise zwei Items, die ich gerne hätte. Aber nicht kriege. Jo, wo ist der andere Itemraum? Ah, hier oben waren wir noch nicht. Stimmt. Oh Gott, die Reichweite von denen ist nicht gut. Aber mein Schaden ist zum Glück recht hoch und da kommen wir ganz gut durch. Eieieiei. Hey, wait. Das war ein anderer Raum. Ah, das war ein anderer Raum vorhin. Okay, aber an der Stelle war der Itemraum. Ich verstehe. Das ist immer so irritierend, wenn die plötzlich andere Räume da hinsetzen. Okay, ich muss nur die Schalter drücken. Bin zwar etwas langsam durch die Spinnennetze. Aber es geht schon klar. Bin zu blöd zum Laufen, es darf nicht wahr sein. Komm, full health. Okay. Oh, Geld, 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 Geld. Shop. Shop, 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 shop. Fuck. Fuck. Darf nicht wahr. Von denen zwei Herzen abgezogen bekommen. Das ist kompletter Müll. Wie schlecht war das denn? Ich kündige. Da ist es schon so wichtig. Da ist es schon so scheiße wichtig, keine Treffer zu erleiden. Und dann renne ich da einfach rein. Wie schlecht war das denn gerade? Ach, das war nur ein Fünfer. Mist. Sah wie mehr aus. Okay. Aber wie schlecht war denn die Runde jetzt gerade? Dieser Raum. Es war... Ah! Oh. Komplett zum Kotzen. Ach, geh mal zum Boss. Das ist schon wieder schlimm genug hier alles. Einfach gerade runter, ne? Nee, hä? Hey, da war ich noch gar nicht, Lul. Da war... Nein! Wo bin ich jetzt wieder reingelaufen? Ich dachte, hier war der Boss doch irgendwo. Nee! Das ist auch noch eine Sackgasse. Also wenn ich jetzt noch Schaden bekomme. Meine Fresse, wo geht's hier hoch? Ach so, geht's hier hoch. Alter, wo war der denn? Der war doch ganz am Anfang. Ich muss doch nur irgendwie zurück zum Anfang kommen. Hä, ich... Ich raff gar nichts mehr. Ach, den Raum hatten wir auch noch. Stimmt, wenn ich jetzt noch eine Bombe bekommen hätte. Ah, scheiße. Alter. Ich hab verstanden, dass der Raum hier ist. Hier drüben war der Boss. Ja, oh mein Gott. Richtig komisch, wie das hier aufgebaut ist. So. Hä? Ich dachte, das... Ach, das... Ah, ich... Ja, ich hab das falsch in Erinnerung gehabt, das Item. Nevermind. Ich dachte, ich kann ihn dann mit einer Weile stoppen. Ich kann ihn stoppen, bis ich attackiere. So rum war das. So rum war das. Ich kann damit so Räume stoppen, wo, keine Ahnung, ich über Stacheln laufe. Oh, fuck. Ja, komm, jetzt können wir auch aufhören. Oh nee, es ist doch scheiße. Es ist doch scheiße, was ich hier tue. Yuppie's Tale ist ein guter Start. Könnte ja Kisten geben in Zukunft. Kann man machen. Kann man machen. Und es ist ein Guppy-Item.
leider habe ich jetzt halt schon wieder ein Herz weg. Ne? Das ist das Ding. Natürlich kostet mich, den Cursed Room zu besuchen, kostet mich halt leider ein ganzes Herz. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber es gibt mir jetzt halt die Chance, wieder auf Kisten und dann, mal gucken. Mal gucken, was so passiert. Darf halt nicht weiter getroffen werden. Dann wäre das doch zumindest schon mal okay. Und wir haben ja noch zwei Itemräume vor uns. Und wir haben ja noch zwei Boss-Items vor uns. Da ist noch viel möglich. Alter, geht ihr mal kaputt? Wie viele halten die schon wieder aus? Okay, die explodieren. Es ist so schlimm, wie schnell die regenerieren ihre Scheiße. Bruder. Renne in mich rein und ich hau dir ins Maul, ey. Renn in mich rein. Ich sag's dir. Trau dich. Komm zu mir. Muss halt aufpassen, dass ich nicht plötzlich eine Stachelkiste spawne. Ne? Da muss ich böse aufpassen. So, aber wir haben... Nee! Ich meine, schön, dass ich den Bossraum gefunden habe. Nicht schön, dass ich sterbe, bevor ich jetzt den Shop und den Itemraum besuchen kann. Geh weg, unsichtbares Drecksding. Geh weg, unsichtbares Drecksding. Geh weg, bitte. Bitte geh weg. Yes. Unsichtbares Drecksding, es hat sich verabschiedet. Aber nur noch sichtbare Drecksdinger. Sichtbares Drecksding. Hau ab. Oh, fast ins Gesicht, Alter. Meine Ausdrucksweise wird auch mit jedem Part ein bisschen assiger, ne? Assiger. Aber es ist halt so. I'm sorry. Ich bin echt salzig. Ich bin böse salzig. Aber ich will diese Challenge weiterspielen. Es ist... Ich bin ja selber schuld. Ich will diese Challenge... Okay. Okay. Ich befreie die Kiste schon mal. Und hol mir schon mal den Inhalt. Cool. Muss ich da durchkommen. Das ist jetzt wieder so ein Scheißraum, weil die so schnell ihre dreckigen Spinnen generieren, dass ich nur die kleinen Spinnen die ganze Zeit angreife und nie die großen. Verpiss dich. Hör auf, Kacke zu ge... Oh Gott, ich hasse das. Vor allem, es wären dann so viele, dass ich einfach getroffen werde die ganze Zeit. Geh weg von mir. Du auch. Du auch. Ja, treffe auf die, treffe auf die, treffe auf die. Schlimmer wie ein Bosskampf. Geh weg. Aber wenn wir den Raum schaffen, bekommen wir zwei Items zur Belohnung. Weil ich im Shop einkaufen kann. Hey, geh weg. Geh weg! War ich im Shop einkaufen? Okay, der Dings ist, der eine ist weg. Geh weg, wenn du mich noch triffst. Ich raste aus. Hau ab jetzt. Hau ab jetzt. Hör auf, Kacke zu generieren. Hau ab. Oh Gott, ey. Meine Fresse. Poison Bombs. Na, meinetwegen. Nicht das geilste Item, aber es ist ein Item. So, was haben wir hier? Ogo-Bombs. 1 plus 1, boom.
sprengen wir uns mal hier rein. Tun die mir eigentlich auch? Ich hoffe nicht. Jetzt richtig dämlich. Und jetzt wieder so sprengen, dass alles in die Luft fliegt. Es geht. Ich weiß, dass es geht. Ich hoffe, ich habe es geschafft. Yes. Bitte keine Stachelkiste sein. Danke. Bitte keine Stachelkiste sein. Ah, cool. Immerhin Doppelbomben, denn wir haben ja die Burgobombs gerade eingesammelt. So, ein Itemraum fehlt mir noch. Das ist aber nicht der hier, oder? Oh, okay. Kane's Other Eye. Naja. Ist jetzt nicht gerade mein Favoriten-Item. Aber alleine aufgrund von Guppy's Tale spielen wir jetzt erstmal weiter. Auch wenn es, wie gesagt, nicht... wir sind noch in keiner guten Lage. Ah, wir sind... Vor allem damage-technisch sind wir kacke. Wir haben noch überhaupt kein Tiers-Upgrade. Wir wurden einmal getroffen... Nee, wurden nicht einmal getroffen. Das ist vom... Vom Cursed Room. Also der einzige Grund, warum ich im Moment weiterspiele, ist Guppy's Tale. Tatsächlich. Weil es mir gute Möglichkeiten geben kann. Im Sinne von Kisten, die spawnen, ne? Die können gut sein. Die können mir Items bringen. Problem ist, ich muss jetzt erstmal hier an dieser ganzen Scheiße wieder vorbeikommen. Kann er mehr wie zwei spawnen? Da würde ich einfach jetzt versuchen, ihn zu treffen und nicht die Dinger. Weil sobald ich ihn kaputt mache, spawnt er neue, ne? Oder kann ich ihn davon abhalten? Nee, kann ich nicht. Cool. Nee, das trifft mich! Ah! Nicht noch eins, nicht noch eins. Geh drauf! Leider kein HP ab, das heißt, ich muss jetzt so, wie es ist, in den nächsten Boss reinrennen. Okay, ist wieder der komische Pin. Wenn ich... Nee! Ach, komm! Nicht wieder mit meinem Talent in Schüsse reinzurennen, es ist so furchtbar. Es ist alles furchtbar. Oh Gott, das war knapp. Box. Okay, die können wir nutzen. Down! Wahrscheinlich ein HP Down. Ja, komm, wir gehen mit dem halben Herz in die nächste Ebene. Super! Fantastisch! Genau das brauche ich. Mann. Ja, das war's dann an der Stelle. Ich habe jetzt seit 8 Uhr aufgenommen. Es ist jetzt 23.53 Uhr. Wir haben 3 weitere Parts. Mit nichts. Schön. Was mache ich denn mit den Parts? Oh mein Gott, was mache ich denn mit den Parts? Ich glaube, ich schaffe diese Challenge nicht. Oh, es ist so frustrierend.
Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es unterhält euch trotzdem noch. Auch wenn ich nicht durchkomme. Weiß es nicht. I don't know. Tschüss.